Jetzt kommt es hier zu polternden Wutausbrüchen zwischen Friedrich Merz und Wolfgang Kubicki nach einem Interview, was Merz im Deutschlandfunk gegeben hat und wo er übrigens die desaströse EU-Politik von Ursula von der Leyen auch noch unterstützt hat, hat jetzt hier Wolfgang Kubicki auf X richtig losgepoltert und geschrieben, ja, lieber Friedrich Merz, ich wünsche dir mit den Grünen gute Reise in den Abgrund, dein Wolfgang. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich weiß gerade nicht, wie sehr ich traurig sein soll. Oder war das nicht irgendwie der Spruch des Kanzlers? Ich weiß es schon nicht mehr. Aber ich finde das Verhalten und die Politik sowohl von Friedrich Merz als auch von Wolfgang Kubicki höchst peinlich. Und ich will es euch einfach mal hier begründen. Aber bevor wir auf den kompletten Ausraster von Wolfgang Kubicki kommen und die Zweideutigkeit bzw. die Doppelmoral auch der FDP, kommen wir jetzt mal tatsächlich zu Friedrich Merz und zu Ursula von der Leyen und diesem Interview, weil ich habe mir die spannendsten Stellen mal rausgesucht und hört einfach mal rein, was Friedrich Merz an dieser Stelle zu Beginn des Interviews sagt. Gutes Zeichen, auch das klare Wahlergebnis, das sie erzielt hat, ist ein gutes Zeichen. Europa muss selbstbewusster werden. Europa muss aber auch seine eigenen Stärken jetzt wirklich nutzen, um die eigenen Interessen auf der Welt wahrzunehmen. Die Luft wird rauer. Was soll Europa dann ganz konkret, beziehungsweise wie soll Europa, wie soll Deutschland, wie soll Olaf Scholz, wie soll der Bundeskanzler, wer immer das auch sein möge, in einem Jahr das ganz konkret tun? Es gibt vielleicht drei wichtige Themen. Das eine ist, unsere Freiheit und unsere Sicherheit zu verteidigen, wird mehr unsere Aufgabe sein. Wir können das nicht mehr zu einem so großen Teil auch den Amerikanern überlassen. Das zweite ist, wir müssen unsere wirtschaftlichen Stärken ausbauen. Wir müssen wieder eine starke Volkswirtschaft, auch eine starke deutsche Volkswirtschaft werden in dieser Europäischen Union. Und das dritte Thema ist die Flüchtlingskrise und die nicht gelingende Integration. Aha, also genau die drei Themen, ja, die die Union in den letzten Regierungsjahrzehnten komplett verbockt hat. Ich erinnere noch mich damals sehr, sehr, sehr gut an die ganzen Diskussionen rund um Gutenberg und so, als er dort Verteidigungsminister war, der auf mich den Eindruck machte, eben nicht die Wehrpflicht auszusetzen und so weiter und nicht überall eben runterzufahren mit den militärischen Kapazitäten. Ich kann mich noch erinnern, wie sehr damals Gutenberg kritisiert wurde, weil er es gewagt hat, den Afghanistan-Krieg tatsächlich Krieg zu nennen. Ja, da haben die in Deutschland alle direkt den Kopf verloren, haben direkt gesagt, oh nein, das kann man nicht machen, Deutschland ist nur auf Verteidigung, bla bla bla. Und haben die Bundeswehr zack, zack, jedes Jahr etwas weniger und weniger ausgestattet, haben die ganzen Bataillone alle zusammengestrichen. Unser Bataillon damals 405, ja, aus Dabel, das war einfach extrem hoch ausgebildet mit richtig, richtig gutem Führungspersonal, haben sie komplett dicht gemacht, ja. Und genau wie es damals der Generalmajor Troll gesagt hat, mit einem Federstrich alles beendet. Jahrzehnte wird man brauchen, um das aufzubauen. Damals hat die Union die Bundeswehr komplett in die Tonne gefahren. Und jetzt auf einmal gehen sie genau ins Gegenteil mit der teilweise echt völlig desaströsen, kiesewetterschen Kriegsrhetorik, ja, und machen genau ins Gegenteil das Falsche. Also der Union kann man überhaupt nicht vertrauen, dass sie hier irgendwie militärpolitisch irgendetwas Vernünftiges macht. Und jetzt spricht er von der Migrationskrise, ja, und bei der Migrationskrise ist es doch genau dasselbe, ja. Wer hat das Ganze verbockt damals 2015? Wer war da an der Macht? Ja, Angela Merkel. Und jetzt kommt er noch mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit und da geht er gleich jetzt nochmal drauf ein, auch wenn es dann auch zum Thema FDP und so weiter kommt. Aber auch hier steht doch Ursula von der Leyen genau für das Gegenteil von weniger Bürokratie, von
mehr Wettbewerb und so weiter. Also worüber redet hier Friedrich Merz einfach? Das ist doch einfach nicht mehr auszuhalten. Ist ein gutes Zeichen, weil sie ein klares und gutes Wahlergebnis aus der Mitte des Parlaments herausbekommen hat, weil sie als Kommissionspräsidentin jetzt gestärkt in ihre zweite Amtszeit geht. Und dies. Also das, was hier Merz als solides Ergebnis aus der Mitte des Parlaments heraus benennt, ist ja nichts anderes als der Lobbyismus, den von der Leyen bei den Sozialdemokraten und Grünen machen musste, um überhaupt die notwendigen Stimmen noch zusammenzukratzen. Und das wird eben die EU in den nächsten 5 Jahren massiv ausbremsen. Also Merz versucht es hier mit Euphemismen nach oben zu pushen, aber damit kann er niemanden beeindrucken. Zweite Amtszeit eben genau das tut, was in der Bundesrepublik Deutschland nicht geschieht. Sie setzt die Prioritäten neu. Und Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede gestern sehr klar und deutlich gesagt, es geht jetzt auch um Verteidigung und es geht um Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Ich bin ja ausgesprochen, dass sie dieses Thema Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie so stark in den Vordergrund auch ihrer Rede gestern gestellt hat. Das wird auch ein Schwerpunkt ihrer zweiten Amtszeit sein. Das höre ich immer die ganze Zeit. Das wird jetzt ein Schwerpunkt in unserer zweiten Amtszeit sein. Da müssen wir uns jetzt mehr drum kümmern. Hä? Was war denn die letzten 5 Jahre? So immer so dieses, oh ja, in den letzten 5 Jahren, da haben wir das und das verschlafen, haben wir das und das genügt. Das müssen wir jetzt in der kommenden Amtszeit wieder unbedingt verstehen. Sag mal, ihr hattet langsam genug Zeit, mal zu beweisen, dass ihr das hinbekommt mit Digitalisierung, mit eben vernünftigen Wettbewerb und so. Die einzige bahnbrechende Innovation hier, ne, die die EU unter Ursula von der Leyen fertiggebracht hat, ich kann es euch hier zeigen, jeder Bürger in der EU hat jetzt täglich damit zu kämpfen, ja, ist es, diese schwachsinnigen Deckel hier anzukleben, anzuknüpfen, sodass man jedes Mal, wenn man aus der Flasche trinken will, diesen Deckel da unter der Nase hat, ja? Und jedes Mal, wenn man so eine Flasche aufmacht, erstmal direkt hier mit einer Schere diese Dinger da abschneidet. Das ist die Innovationsfähigkeit, die hier die EU unter Ursula von der Leyen auf den Weg gebracht hat. Und Herr Merz versucht das jetzt hier so darzustellen, als ob Ursula von der Leyen dafür steht, dass alles jetzt richtig wettbewerbsfähig und so weiter gibt. Von wegen all die ganzen Verordnungen, Regulierungen, der Beamtenapparat in der EU wächst und wächst und wächst. Es gibt zig neue Behörden, jedes Mal immer noch neue Abgeordnete, noch neue Lobbyisten, noch neue, immer alles wird wächst und wächst und wächst. Aber nicht die Wirtschaft, sondern die Beamten wachsen. Ja? Also wen wollen Sie hier hinters Licht führen, Merz? Mich ganz sicher nicht. Europa muss wirtschaftspolitisch gestärkt werden. Die Wirtschaft in unserer Europäischen Union ist nicht stark genug. Und noch einmal dazu muss man einen sehr großen Beitrag leisten, weil wir immer noch die höchste Industriequote an unserem Bruttoinlandprodukt haben. Das heißt, die Botschaft, die Ursula von der Leyen gestern im Europäischen Parlament in Straßburg gegeben hat, die geht vor allem nach Deutschland. Auch wir müssen Wirtschaftspolitik in Deutschland anders und besser machen. Mhm. Erstaunlicherweise ist Ursula von der Leyen aus der Mitte des Parlaments gewählt worden. Das ist nicht erstaunlich, aber sie ist ja vor allem gewählt worden, weil die Grünen sie unterstützt haben. So sieht's aus. Erklärte Hauptgegner. Nicht unterstützt wurde sie, trotz ihres Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit, wie Sie es gerade gesagt haben, von den deutschen Liberalen. Ihr erklärter Lieblingspartner, übrigens auch nicht anscheinend von der rechtskonservativen EKR, also der Meloni-Fraktion. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Ich habe schon seit Monaten kaum noch Verständnis für die Haltung einer ganzen Reihe von FDP-Abgeordneten, sowohl im Europäischen Parlament als auch im Deutschen Bundestag. Und eine Kollegin, die da jetzt gewechselt ist, scheint sich zum Fürsprecher dieser Methode zu machen. Damit meint der Strack-Zimmermann. Nicht gegen den Strich zu bürsten. Das kann sie dort weitermachen. Wichtig ist, dass Ursula von der Leyen in der Mitte des Europäischen Parlaments, und dazu zählen natürlich auch die Grünen, jetzt eine stabile Mehrheit hat, auf die sie setzen kann und mit der sie dann auch in der Europäischen Union das tun kann, was notwendig ist. Weniger Regulierung, Abschaffung von überflüssiger Regulierung und Konzentration auf Verteidigung, Integration und vor allem Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Habt ihr das gehört? Aus der Mitte des Parlaments, also Herr Merz. Ja, wo bitte ist der Merz von vor 10, 15 Jahren, der noch geschrieben hat, mehr Kapitalismus wagen und so, wo ist dieser Herr Merz? Ja, nicht der Herr Merz von jetzt, der unbedingt Kanzler werden will und der dazu jedes Mittel recht ist und der natürlich auch mit den Grünen jetzt koalieren würde, wenn es ihm in den Kram passt und wenn es ihm zum Kanzler machen würde. Ja, das ist doch sowas von offensichtlich mittlerweile. Aber dann soll er uns bitte nicht erklären, dass jetzt mit den Grünen in der EU oder mit den Grünen zusammen im Bund, ja, in Deutschland hier irgendwie auf einmal mehr Wettbewerbsfähigkeit, weniger Regulierung kommt und bessere Integration und so weiter. Also komm, machen Sie sich bitte nicht komplett lächerlich.
Also das hat, ist jetzt nun wirklich nicht nötig. Ja, es kann doch wirklich nicht wahr sein. Wie sehr will man sich hier noch sozusagen mit den Grünen hier zusammentun? Ne? Und das ist es eben auch, was Wolfgang Kubicki hier so erzürnt hat. Ne? Das Interessante ist nur, lieber Herr Kubicki, ja, Sie haben hierbei ganz vergessen, dass Sie aktuell nicht in der Opposition sind, ja, sondern dass die FDP selbst aktuell mit den Grünen regiert und ja genau diese Politik mitträgt. Ja? Also da braucht man jetzt nicht irgendwie auf weißen Ritter tun und so nach dem Motto, ja, wir stehen doch für liberale Politik und so. Man braucht sich nur mal das Abstimmungsverhalten auch von Herrn Kubicki und so weiter anschauen, ja. Nicht mal gegen den WHO-Vertrag und so weiter hat er mit abgestimmt. Ja, so Hauptsache, das ist genau das Gleiche, ja, was in der EU jetzt aktuell passiert mit den Abstimmungen. Zum Beispiel, dass man nicht mal das Trump-Attentat zusammen gemeinsam verurteilen kann, wegen der Brandmauer. Genau das macht doch die FDP auch bei jedem einzelnen liberalen Vorschlag der AfD beispielsweise auch, dass sie einfach pauschal und generell nicht dafür stimmt. Also soll der sich auch nicht hier so aufspielen. Eine Sache können wir schon sagen, ja, diese nächste Koalition, und ich wirklich, ich glaube, es gibt nur zwei mögliche Koalitionen in den nächsten Regierungen wegen der Brandmauer. Und zwar erstens die schwarz-grüne Koalition. Oh Gott, ja, allein daran zu denken, ja. Aber wenn es dafür nicht ausreicht, weil die Grünen immer schwächer und schwächer werden, dann kommt die Kenia-Koalition, ja, nämlich schwarz-grün-rot. Und ich glaube, dass das dann noch schlimmer wird als die Ampel. Dann haben wir nämlich nicht nur bei den Farben irgendwann die Kenia-Flagge, sondern wahrscheinlich auch bei der Wirtschaftsleistung. Obwohl, war es nicht Kenia, die jetzt die neuesten, modernsten Kernkraftwerke irgendwie aus Deutschland und so, beziehungsweise von den deutschen Firmen, die alle ausgewandert sind, weil es in Deutschland keine Kernkraft mehr gibt? War das nicht Kenia irgendwie, die diese Dualfluid-Reaktoren und so weiter bekommen? Also vielleicht überholt uns dann Kenia in Zukunft schon.